Es spritzt ein wilder Wassermann in der Burg wohl über dem See. Des Königs Tochter musste herkam, die schöne junge Ligilogopie. Sie hörte drunter Glocken gehen im tiefen, tiefen See. Wollt Vater und Mutter wieder gesehen, die schöne junge Ligilogopie. Als sie vor dem Tore gestürmt, vor der Burg wohl über dem See, da neigt sich Laub und grünes Gras vor der schönen jungen Ligilogopie. Und als sie aus der Kirche kam, von der Burg wohl über dem See, da stand der wilde Wassermann vor der schönen jungen Ligilogopie. Sprich, willst du hinuntergehen, mit mir von der Burg wohl über dem See? Deine Kindlein weinen nach dir, du schöne junge Ligilogopie. Scheidig ich von Laub und grünem Gras, ich arme junge Ligilogopie. Die arme junge Lilofee, ein bekanntes Volkslied. Und bei der Verbindung Mensch-Nixe, da zahlt immer der Mensch drauf, zieht den Kürzeren. Und so ist es auch bei der Ballade von Johann Wolfgang von Goethe, Der Fischer. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll. Ein Fischer saß daran, sah nach dem Angel ruhevoll, kühl bis ans Herz hinein. Und wie er sitzt und wie er lauscht, teilte sich die Flut empor und aus dem bewegten Wasser rauscht ein feuchtes Weib hervor. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm. Was lockst du meine Brut? Mit Menschenwitz und Menschenlist hinauf in Todesglut. Ach, wüsstest du, wie's Fischlein ist, so wohlig auf dem Grund. Du stiegst herunter, wie du bist, und würdest erst gesund. Labte sich die liebe Sonne nicht, der Mond sich nicht im Meer, kehrt Wellen atmend ihr Gesicht nicht doppelt schöner her? Lockt dich der tiefe Himmel nicht, das feucht verklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht nicht her? Ewigen Tau.
Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, netzt ihm den nackten Fuß. Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll wie bei der liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm. Da war's um ihn geschehen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Und wagt nicht mehr zu sehen. Die Nixen, sie ziehen uns hinunter in die Untiefen der Flüsse, in die Untiefen unserer Seelen. Und sie lassen uns ganz tief blicken, was wir eigentlich wollen, was wir uns wünschen, welche Sehnsüchte wir haben, was wir aber nie zugeben würden. Die konfrontieren uns mit Dingen, die sind uns peinlich. Und irgendwie ist es aber den Menschen doch sehr, sehr wichtig. Denn wenn einer oder eine an so einer Nixe dran ist, dann gibt es unheimlich spannende Begegnungen und auch Nixenlieder.